In diesem Video erfährst du, wie du deinen Soundtracker mit dem iPad verbindest und wie du das Programm auf den Soundtracker spielst. Lade zunächst die App Microbit auf dein iPad. Wähle die Safari-App aus und gib die Adresse soundtrackers.de ein. Gehe dann oben rechts ins Menü, wähle Software Download und tippe auf den Link Programm 1. Wähle dann hier die App Microbit aus. Nun befindet sich das Programm in der Microbit-App. Klicke oben links auf Home und verbinde dein Microbit mit dem iPad. Wähle dazu Choose Microbit. Drücke dann, wie die Abbildung zeigt, am Microbit die beiden Taster A und B und gleichzeitig den Reset-Button. Dir wird nun ein Bild angezeigt. Übertrage dieses Bild exakt auf deinen Microbit-Controller, indem du über die Dioden streichst. Tippe dann auf Next, wieder auf Next. Der Microbit hat sich nun über Bluetooth mit dem iPad verbunden. Geh auf Koppeln. Auf dem Microbit erscheint jetzt ein Häkchen. Tippe auf OK. Jetzt musst du noch das Programm auf dem Microbit spielen. Gehe dazu auf Home und wähle dann den Menüeintrag Flash aus. Wähle anschließend das Programm aus und drücke auf Flash. Jetzt wird das Programm auf den Microbit gespielt. Erledigt. Gehe jetzt auf deinem iPad in die Einstellungen und wähle Bluetooth. Und hier erkennst du, dass der BBC Microbit mit dem Namen Zowaf eingetragen wurde, jedoch noch nicht verbunden ist. Wähle jetzt nicht verbunden. Die Verbindung wird aufgebaut. Jetzt kannst du eine Sound-App wählen und mit dem Microbit spielen. Ich verwende jetzt einmal die GarageBand. Erzeuge nun in GarageBand einen neuen Song, wähle Keyboards aus, schalte hier auf die Keyboard-Tastatur um, gehe nun oben rechts auf den Schraubschlüssel, wähle hier Erweitert, dann Bluetooth MIDI-Geräte und wähle deinen Microbit aus. Hier sehen wir, er ist noch nicht verbunden. Und nun kannst du spielen. Wähle einen anderen Sound. Du kannst maximal 5 Soundtrackers mit einem iPad verbinden. Nun zeige ich dir, welche Einstellungen du am Soundtracker vornehmen kannst. Ziehe dazu die Hülse nach unten, halte unten den Soundtracker an der Masse. Dann kannst du, wenn du das untere Plättchen hältst, mit dem oberen Plättchen nach oben schalten bzw. nach unten schalten. C, Cis, D, Dis, E. Wir sind jetzt im Akkordmodus. Wenn du jetzt alle drei Plättchen gleichzeitig drückst, bist du im Tonmodus. Stelle nun deine Markierung, hier ist sie rot, nach hinten und schiebe die Hülse wieder nach oben. Du kannst jetzt im Tonmodus spielen. Schalte jetzt in den Akkordmodus um. Ziehe dazu die Hülse wieder nach unten
und berühre nur die beiden oberen Plättchen gleichzeitig. Hier spielst du jetzt einen Mollakkord. Wenn du jetzt die Markierung nach hinten drehst, spielst du einen Dur-Akkord. Wenn du den Soundtracker ausschaltest, bleibt das Programm auf dem Mikrobit gespeichert. Allerdings musst du dann die Bluetooth-Verbindung in den Einstellungen auf dem iPad wiederherstellen. Ebenso die Verbindung in GarageBand.